Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück. Hannas Libelle. Ich glaube, sie hat sie gemacht. Operation ist willkommen. Schauen Sie mal hier, Sie kommen wieder. Madame ist da. Sie erwartet Sie schon. Schlechte Gesellschaft. Endlich kehrt sie zurück, die im Schloss lebt. Tut mir wirklich leid, dass ich so lange... Vorsicht! Sehr zerbrechlich. Ganz stillhalten, bitte. Flieg, meine Kleine. Sie sehen müde aus, Miss Castillo. Ist alles in Ordnung? Ich schlafe in letzter Zeit nicht besonders. Nein. Und haben Sie gefunden, wonach Sie suchten? Sie meinen, ob ich mich schon an etwas erinnere? Möglich. Ich bin mir nicht sicher. Ich arbeite daran. Erwarten Sie nicht, dass Ihr Gedächtnis auf einmal zurückkommt, sauber geordnet. Es kann ein langsamer, verwirrender Prozess sein, wie jedes Erwachen. Wichtig ist, dass Sie jede Erinnerung annehmen und nichts zur Seite stoßen. Also, gibt es Neuigkeiten über unsere Hannah? Ich nehme an, deswegen sind Sie heute hier. Sie hat mich gebeten, Ihnen das hier zu geben. Sie sagt, es gehe ihr gut und sie arbeite daran. Was meinen Sie, wie es ihr geht? Glauben Sie ihr, wenn sie sagt, es gehe ihr gut? Ich will Queenie nicht beunruhigen, aber Hannah klang nicht gut. Kann sein, dass es unserer Wahlkampagne schadet. Aber ich glaube, das sollte ich nicht vor ihr verbergen. Es gibt keinen Grund, Queenie zu beunruhigen. Ich bin nicht sicher, ob das Hannah hilft oder Queenie dazu bringt, unseren Wahlkampf voll und ganz zu unterstützen. Ich will Queenie nicht... Ehrlich, ich glaube nicht, dass es ihr gut geht. Sie hat Angst. Ihre Freundin Abby hat mir erzählt, sie habe sich versteckt gehalten. Sie hat Angst vor etwas. Vor jemandem. Vor wem hat sie nicht gesagt? Abby wusste es nicht und Hannah war nicht sehr mitteilsam. Sie vertraut nicht vielen Leuten. Selbst mir traut sie kaum. Und dabei habe ich... Naja, ich hoffe, ich habe ihr Grund genug gegeben, mir zu vertrauen. Aber sie hat ein schweres Leben gehabt, armes Mädchen. Ich weiß Ihre Ehrlichkeit zu schätzen, Zoe. Danke, dass Sie sie aufgespürt haben. Wo ist sie jetzt? Auf Queenie ist wahrscheinlich Verlass, aber ich will Hannas Vertrauen nicht missbrauchen. Kann nicht schaden, Queenie zu erzählen, wo sie Hannah findet. Vielleicht kann sie ihr ja helfen. Ich habe Hannah versprochen... Verstehe schon. Ich werde sie nicht drängen. Obwohl ich vielleicht in der Lage wäre, ihr zu helfen. Sie haben viel mehr getan als ihre Pflicht, Zoe. Sie haben bewiesen, dass ihnen etwas an unserer Gemeinschaft liegt. Und obwohl ich immer noch um Hannah besorgt bin, weiß ich jetzt immerhin, dass sie lebt. Also gut, Sie haben mich um Unterstützung gebeten. Und Sie sollen sie haben. Ich werde Ihre Kandidatin befürworten. Das Backsteinviertel steht hinter der Einheit. Und Lea Uminska. Ich weiß nicht, was Barutis Ermittlungen ans Licht bringen. Vielleicht sind die Einheit und die Uminska ja unschuldig. Aber ich muss Queenie die Wahrheit sagen, egal welche Konsequenzen das für unsere Kampagne hat. Ich weiß nicht, was Barutis Ermittlungen ergeben. Vielleicht ist die Einheit in illegale Machenschaften verstrickt. Aber wenn ich Queenie das sage, zieht sie ihre Unterstützung vermutlich zurück und das schmälert unsere Siegchancen in Propast. Vielen Dank. Ihre Hilfe bedeutet mir sehr viel. Und ich stehe immer zu meinen Versprechen. Und jetzt habe ich zu tun. Sagen Sie Mr. Mafane, er soll vorbeikommen, um meine Mitwirkung zu besprechen. Guten Tag, Miss Castillo. Oh, bevor Sie gehen... Ja?
Sie sagten doch, Sie schliefen nicht gut. Träumen Sie denn? Ständig. Ja. Achten Sie auf Ihre Träume, Miss Castillo. Unterschätzen Sie sie nicht. Ich weiß noch, als Sie das erste Mal hier waren, sagte ich Ihnen, Sie seien nicht ganz hier. Und das sind Sie nicht. Ein Teil von Ihnen ist in Träume versunken. Und ein Teil von Ihnen ist ein Traum. Sie sind nicht ganz hier. Das macht mir Sorgen. Ich denke, Sie müssen sich vor allem erinnern. Und Sie müssen aufwachen. Was meinen Sie damit? Ich weiß es nicht. Wie ich schon sagte, ich habe zu arbeiten. Aber vergessen Sie nicht, ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Schweißen. Schätze, er ist fertig mit Schweißen. Wenn ich Glück habe, hat er keinen Scheiß gebaut und ich hole mir keinen Schlag, wenn ich Miras Klingel drücke. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihren Büros. Übrigens, Umtausch ist nicht Kutria. Alle Verkäufe sind endgültig. Deswegen bin ich nicht hier. Was willst du denn dann? Du hast gesagt, du bist die Einzige, die die Daten entschlüsseln kann. Das Firmware-Upgrade und der Sniffer waren gratis, Süße. Aber das hier kostet was. Wie viel? Oh, an Yuan bin ich nicht interessiert, Süße. Eher an ein wenig Hilfe. Bei was denn? Das habe ich noch nicht entschieden. Wenn es soweit ist, melde ich mich. Nein, danke. Ich frage lieber jemand anderen. Die Sache ist die, Süße. Du benutzt illegale Firmware. Ein anonymer Hinweis und das Syndikat bohrt dir ein Loch in deinen hübschen kleinen Schädel. Du hast die Wahl. Ich kann die Daten für dich entschlüsseln oder du machst dich vom Acker. Egal, was du tust, du wirst von mir hören, eines Tages. Verdammte Bitch! Das hast du schön erfasst. Jetzt komm mal her, lass uns anschauen, was du gefunden hast. Schlaues Mädchen. Ach, halt die Klappe und schieß los. So ist recht, Kutria. Halt still, tut auch gar nicht weh. So, fertig. Das war's? Hab ja gesagt, tut nicht weh. Einfache Verschlüsselung, Standardprotokolle des Syndikats. Schauen wir mal. Ich weiß nicht recht, was ich da sehe. Finanztransaktionen, Süße. Ziemlich große. Von mehreren Schattenkonten auf das Partei... Ach du Scheiße, was haben wir denn da? Die Einheit kassiert Schmiergeld? Tja, offensichtlich. Das hier sind ganz normale Konzernschattenkonten. Wird nicht schwer sein, die Transaktionen zurückzuverfolgen. Nein, ich rede von dem restlichen Kram. Da gibt es detaillierte Aufzeichnungen von Treffen zwischen der Uminska und Konstantin Wolf. Arrangiert und im Beisein von Managern der Warty Corp. Was? Herrgott nochmal, die Matterhots haben alles dokumentiert, als wäre es einfach Business as usual. Was für ein Haufen Gandus. Und sieh dir das an. Du weißt doch, es gab Diskussionen, ob die Dream Machine reguliert werden soll. Ja, die Uminska ist immer eine absolute Befürworterin der Regulierung gewesen und... Dem hier zufolge erteilt die Uminska, wenn die Einheit gewinnt, Warty den Freibrief zum Verkauf von Dream Machines und den Betrieb von Traumemporien in Europolis. Warty Corp könnte die Nutzung der Dreamtime künftig mit Genehmigung der Regierung anbieten. Jedem, überall, ständig, uneingeschränkt. Die Uminska ist also gar nicht die messianische Figur, auf die diese Stadt gehofft hatte. Das war's dann mit meiner Stimme. Ab in die Tonne. Und was genau willst du damit sagen? Ich sage, die Bestechungsgelder und Provisionen sind nur ein Teil der Story, Süße.
Ich sage, die Ominska kungelt nicht nur mit Konstantin Wolf, sondern auch mit der Wotty Corp und der Teufel weiß mit wem sonst noch. Ob's da um Geld geht oder um Macht oder um sonst was, wer weiß. Die können die Wahl nicht beide gewinnen. Mit anderen Worten, es ist übel. Übler als übel, Süße. Das könnte das größte, übelste Ding sein, seit die Wotty Corp das letzte Mal Schlagzeilen gemacht hat, weil sie versucht hat, uns zu verarschen. Ich verstehe immer noch nicht, welchen Nutzen die Ominska sich von der Zusammenarbeit mit Konstantin Wolf und Europas Erwachen verspricht. Ich bin sicher, die Antwort findet sich da irgendwo. Der Scheißhaufen ist mehrere Terabyte groß. Wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Aber das ist nicht mein Problem, sondern deins. Bitteschön. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du wirst den Kram doch nicht an den Höchstbietenden verkaufen, oder? Da kennst du mich aber schlecht. Ich respektiere Daten. Das Zeug gehört dir. Mach damit, was du willst. Aber vielleicht dürfte ich dir einen Vorschlag machen. Diese Daten gehören der ganzen Welt. Wenn sie geheim bleiben, hat absolut keiner was davon. Ich an deiner Stelle würde sie öffentlich machen. Dann regelt sich der Rest von selbst. Ich weiß nicht... Was du auch tust, Süße, sieh dich vor. Es werden Köpfe rollen. Pass auf, dass deiner bleibt, wo er ist. Auf meinen werde ich verdammt gut aufpassen. Ich habe dir die Daten auf deine Iris hochgeladen. Sie sind an dein Stimmprofil gekoppelt. Mach damit, was immer du damit machen willst. Wird Zeit, dass du gehst. Und bitte komm nicht wieder. Nie wieder. Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie drin. Bleiben Sie in Verbindung. Europa braucht Mitgefühl. Wie weit bist du denn so mit... Naja, mit allem? Bin eigentlich gerade fertig. Wo wollen wir uns treffen? Im Cabana am Sonnenscheinlager? Ich könnte dringend ein bisschen Doping gebrauchen. Komm hin, wann immer du so weit bist. Mach ich. Es lief nicht gut in letzter Zeit. Risa und ich müssen mal über unsere Beziehung reden. Darauf freue ich mich etwa so, als dürfte ich mir die Finger und Fußnägel ziehen lassen. Hey, Sully! Zoe! Welch Lichtblick für meine müden alten Augen an diesem höllischen Tag. Also, meine Liebe, ist das ein Freundschaftsbesuch oder ein geschäftlicher? Ich habe etwas für dich. Aha, ein geschäftlicher Besuch. Du machst mich neugierig. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Da gibt es keine simple Lösung. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich muss mich einfach entscheiden. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß nicht, was ich mit den Daten machen soll. Wenn ich sie Sully gebe, breche ich Baruti das Herz und ruiniere unsere Freundschaft. Aber wenn ich sie Baruti gebe, wird die Wahrheit vielleicht vertuscht. Also, was soll ich tun? Ich habe wirklich keine Ahnung. Was mache ich denn da? Ich habe Baruti versprochen, ihm zu helfen, an die Daten zu gelangen. Und jetzt gebe ich das Beweismaterial der Hand. Das kann ich ihm nicht antun. Das muss er entscheiden, nicht ich. Diese Daten sind zu wertvoll, um sie Baruti zu geben. Er wird sie der Parteiführung überlassen. Unterlagen über Finanztransaktionen. Dokumente, die zeigen, dass die Einheit und die Ominska mit der Wotty Corp und Wolf verbandelt sind. Wie bitte? Wie in Manus Namen bist du an diese Dokumente gekommen? Baruti hat mir den Tipp gegeben. Er hatte Zweifel und bat mich, Beweise zu finden. Und du bringst sie zu mir? Zur Hand? Anstatt zu deinem... Es schien mir das Richtige zu sein. Die Daten, sie sind... Es ist alles da. Alles, was du für einen vollständigen Bericht brauchst. Die Story des Jahres.
Ich glaub, mein Bocking-Schwein pfeift. Das sind gefährliche Informationen, Sully. Die Wattikop schreckt garantiert vor nichts zurück, um sich zu schützen. Wir halten deinen Namen da raus. Deinen und seinen, da gebe ich dir mein Wort drauf. Kassar! Und ich wollte diese Uminska wählen. Die Hand hat sie unterstützt, verflucht nochmal. Bist du dir ganz sicher, dass du uns die Daten geben willst? Nein, aber jetzt gibt es kein Zurück. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich setze sofort Leute drauf an. Wir müssen alle Fakten doppelt und dreifach mit unseren eigenen Quellen abgleichen. Wollt ihr die Uminska oder die Wattikop um eine Stellungnahme bitten? Naja, kommt darauf an. Wenn die Gefahr bestünde, dass sie Beweismaterial vernichten oder ihre Spur verwischen könnten, dann... Nein, werden wir nicht. Und deshalb müssen wir schnell sein. Wir brauchen die gesamte Redaktion. Ist mir egal, ob jemand gerade am anderen Ende der Welt rumdümpelt. Wir brauchen alle. Hältst du mich bitte auf dem Laufenden? Versprochen. Und jetzt entschuldige mich bitte, Zoe. Natürlich, klar. Okay, geh nur. Bürger, hören Sie der folgenden Durchsage genau zu. Sofern Sie draußen nichts zu tun haben, kehren Sie bitte zurück in Ihre Büros oder Wohnungen. Ihre Kooperation ist vollkommen. Du siehst aus, als könntest du eine Wegbeschreibung brauchen, Baby. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Sie bedrohliche Bewegung, schlechte Gesellschaft. Meiden Sie unautorisierte Versammlungen. Demonstrationen sind ein Werkzeug des Terrorismus. Meiden Sie Demonstrationen. Ist alles in Ordnung, Sisi? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Baruti. Ich muss ihm erzählen, was ich getan habe. Aber ich will seine Gefühle nicht verletzen. Ich kann ihm nicht sagen, dass ich ihm die Daten nicht anvertrauen wollte. Ich sollte ihm nicht sagen, was ich getan habe. Es würde ja nichts ändern, aber unsere Freundschaft wäre hinüber. Er soll lieber denken, dass die Hand einen anonymen Hinweis bekommen hat. Ich sollte ihm alles sagen. Die Wahrheit wird herauskommen und zum Lügen gibt es keinen Grund, außer dass unsere Freundschaft dabei draufgeht. Er soll lieber denken, dass die Hand einen anonymen Hinweis bekommen hat. Ich sollte ihm alles sagen. Die Wahrheit wird herauskommen und zum Lügen gibt es keinen Grund. Ich habe die Daten nicht bekommen. Verdammt! Naja, ich wusste, die Chancen standen schlecht. Und du hast dein Bestes getan. Danke, dass du es versucht hast, Sisi. Es bedeutet mir so viel, dass du auf meiner Seite bist. Tut mir leid, dass ich dich damit aufgehalten habe. Aber du weißt, wie wichtig mir das war. Ich weiß, mir tut's auch leid. Ich hoffe, die Wahrheit kommt auf andere Weise ans Licht. Hoffen wir es. Ach, eins noch. Ich denke, du solltest die Kampagne verlassen. Auf der Stelle. Es gibt keinen Grund für dich, noch tiefer in die Sache reinzurutschen, als du es ohnehin schon bist. Aha. Vielleicht sollte ich gehen, aber Paruti ist mein Freund. Er hat recht.
Es wäre nicht gut, wenn ich dabei bliebe. Du hast recht. Es tut mir so leid. Muss dir nicht leid tun. Ich datiere deine Kündigung zurück auf letzte Woche, damit es keine unangenehmen Fragen gibt. Hältst du mich bitte auf dem Laufenden? Wir sind immer noch Freunde. Das ändert ja nichts daran. Immer noch Freunde, Sisi. Tut mir leid, ich komme zu spät. Du hast uns ja echt ein Ding reingesemmelt heute. Das klingt ziemlich missbilligend. Überhaupt nicht. Ich meine, es ist großartig, riesig, aber ich schätze, es bestätigt meine Befürchtung. Oh. Über die Arbeit im Wahlbüro. Oh, klar. Tja, du hattest wohl recht. Weißt du, darum geht es nicht. Nein, natürlich nicht. Ist auch egal, lass uns reden. Ja, reden. General, ihr habt mich rufen lassen? Kommt herein, Batman. Wie findet ihr euer Quartier, General? Ich finde es völlig in Ordnung, Kommandant. Ihr wurdet nicht aus diesem Grund herbestellt. Wisst ihr, mich beschäftigt da etwas. Mir? Ich habe mit euren Leuten in der Feste gesprochen und sie sagen das Gleiche wie ihr. Der Widerstand zettelte einen Aufstand an. Im folgenden Chaos wurde Apostel Alvane getötet. Seine Leiche verbrannte leider im Feuer. Es war ein Blutbad, eines, für das sich irgendwann jemand verantworten muss. Gewiss, General. Ich werde dafür sorgen. Da bin ich sicher. Ich habe auch mit einigen der überlebenden Gefangenen gesprochen. Ihre Geschichte weicht stark von der euren ab. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein verlogener Haufen und werden jeden Vorwand nutzen, um Zwietracht zu säen. Das mag sein, aber der Aufseher behauptet, dass ihm vor dem Aufstand befohlen wurde, den Apostel hinzurichten. Von euch persönlich, Kommandant. Lügen. Der Ungläubige versucht, seine eigene Haut zu retten. Vielleicht. Aber aus welchem Grund sollte er lügen? Es entlastet ihn nicht, was die Verantwortung für den Aufstand angeht. Er wartet noch in Kaltenstein auf seinen Prozess. Und er meinte, das Schwert des Henkers sei für Alvanes Enthauptung bei Tagesanbruch geschärft gewesen. Ich sage nicht, dass ich dem Mann vertraue. Er ist ein grausamer, kleiner Mensch. Aber er scheint Autorität zu respektieren. Und was haben die Gefangenen euch erzählt? Dass der Aufstand angezettelt wurde, um den Apostel zu befreien, nicht um ihn zu ermorden. Und dass das gelang. Das ist lächerlich. Kien Alvane wurde zu Asche. Er wandelt im Schatten, verloren und ängstlich, weit entfernt vom ersten Berg und dem Licht der Göttin. Das sagtet ihr ja schon, Kommandant. Und ich möchte ungern annehmen, dass ihr mich belügt oder die Wahrheit auslasst. Eure Beziehung zu Alvane, es gab Animositäten. Ihr kanntet einander, als ihr Knaben wart. Wir hatten Auseinandersetzungen. Als wir beide auf den Straßen von Zadir waren. Das war nicht ungewöhnlich. Aber eure Rivalität war blutiger, verlief tiefer als bloße Jungenstreiche. Das war vor langer Zeit. Wir hatten es hinter uns gelassen. Ich möchte euch gern glauben, Kommandant. Eure Position hier ist wichtig für mich, für die Sechs, für ganz Asadir. Habe ich nicht stets der Göttin und meinem Volk gedient, mir? Habe ich mich den Sechs und dem Rat nicht bewiesen? Dem Stuhl, euch, Andeutung, ich sei vielleicht nicht ganz treu, verletzen mich zutiefst. Und das sollte es, Vermin.
Ich wünsche mir nicht herauszufinden, dass ihr mich belogen habt. Ich wünsche mir nicht, euch in Ketten zu sehen. Ich möchte euch gern glauben. Und vorerst tue ich das. Aber ich werde in dieser Sache weitere Nachforschungen anstellen, weil irgendetwas daran nicht stimmt. Etwas daran beschäftigt mich. Falls euch noch etwas einfällt, solltet ihr damit so schnell wie möglich zu mir kommen, bevor ich erfahre, dass ihr mir die Wahrheit vorenthalten habt. Das habe ich nicht. Ich wandle im Licht mir. Alles, was ich tue, tue ich für mein Land und mein Volk. Nun gut. Ihr könnt gehen. Möge die Göttin euch schützen, General. Möge das Licht auf uns alle scheinen und unseren Weg erleuchten. Nacht, Ulvik. Welche Neuigkeiten hast du für uns, Ulvik? Gut, also, da kommt heute Nachmittag ein Mann in mein Lokal. Assadi-Soldat, nicht im Dienst. Hat ein paar Bier, wird angeheitert und redselig. Der Mann sagt, es gibt Gerede über eine Razzia, noch heute Nacht, im magischen Ghetto. Und es gibt eine Liste. Eine Liste? Mit denen, auf die sie's abgesehen haben. Denen, die sie wieder rausholen wollen. Aber warum jetzt? Ich meine, das ist doch keine Vergeltungsmaßnahme, oder? Naja, er hat eine Waffenlieferung erwähnt, die letzte Woche in den Himmel gesprengt wurde. Das hat für ziemlich viel Unruhe gesorgt. War tagelang das Gesprächsthema hier. Wie es scheint, mögen's manche, wenn's kräftig knallt. Offenbar empfand der Kommandant der Assadi-Spezialkräfte das als persönlichen Affront. Kommandant... Vemmen. Ja, er würde das persönlich nehmen. Außerdem meinte der Mann, es würden weitere Waffen und Vorräte in die Stadt geschmuggelt, direkt unter der Nase der Assadi. Sie haben ein paar Lieferungen abgefangen. Deshalb wissen sie, dass die Leute im Ghetto sich bewaffnen, dass sich Ärger zusammenbraut. Die Maulwürfin war kooperativer als sonst. Was auch immer ihr für sie getan habt, Kien, sie weiß es anscheinend zu schätzen. Also, so wie ich das sehe, wollen die Assadi heute Nacht vielleicht den entscheidenden Schlag landen, bevor sie die Kontrolle über die Altstadt verlieren. Tja, sie täuschen sich nicht. Wir müssen also herausfinden, wer auf der Liste steht, wann sie zuschlagen wollen und von wo aus. Und wir müssen... Geduld, Enu. Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir in Erfahrung bringen, ob, wann und wo die Razzia stattfindet. Dann müssen wir unsere Freunde warnen, auch die Maulwürfin. Und dann müssen wir unsere Leute in Sicherheit bringen, bevor die Assadi kommen. Ich habe ein paar Kontakte, die ich anhauen kann. Liko? Ich fange mit unseren Leuten im Ghetto an. Kien, wenn ihr der Maulwürfin einen Anstandsbesuch abstatten könntet. Das wird nicht lang dauern. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Das bezweifle ich. Wir treffen uns vor Mitternacht wieder hier. Geht klar. Viel Glück euch beiden. Pass auf dich auf.